Hallöchen, da bin ich wieder. Wir gucken uns heute mal an, was 2023 alles passiert ist. Was gab es für positive Sachen, für negative Sachen, für kuriose Sachen, egal was. Also, heute großer Jahresrückblick 2023 von mir. Das Ganze wie immer nach dem Intro. So, schön, dass ihr da seid. Ja, was ist denn 2023 eigentlich alles passiert? 2023 war mein erstes komplettes YouTube-Jahr. Das bedeutet für mich, mal ein Fazit zu ziehen, um mal zu gucken, was ist denn alles passiert? Ja, passiert ist eine ganze Menge. Es war ziemlich aufregend. Als erstes mal, ich habe 32 Videos hochgeladen in dem kompletten Jahr. Jetzt das 33., was jetzt gerade gemacht wird. Es sind 6200 Stunden haben sich die Leute meine Videos angeguckt. Das ist eine ganze Menge, finde ich super. Die beliebtesten Videos waren die für den CB-Funk. Kommentiert haben dort aber meistens Amateurfunker. Nein, also nicht falsch verstehen, alles gut. Und ich habe natürlich meine erste Partnerschaft bekommen, worüber ich mich sehr freue, aber dazu später noch was. Das Ganze wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne die Hilfe der Community, und da schließe ich auch Freunde mit ein, zum Beispiel der Markus und der Philipp. Die haben mir da sehr geholfen. Lustige Anekdote übrigens, ich habe mit Philipp ein Video gedreht in Zwickau. Ich wollte das mal ausprobieren. Ja, End vom Lied war, sind 2 Stunden eigentlich nur Outtakes geworden, und als Video ging das, hatte noch andere Gründe, warum ich das nicht veröffentlichen konnte, aber eigentlich waren 2 Stunden nur Outtakes. So, wir haben natürlich nicht bloß Freunde geholfen, wir haben auch andere Kanäle geholfen. Zum Beispiel der Heinz von Heinz Just Me oder der Heinrich von Funkfieber. Liebe Grüße gehen raus an euch beide. Und natürlich habt ihr mir natürlich geholfen. Mit Kommentaren, mit konstruktiven Kommentaren, mit Hinweisen, mit Nachfragen und so weiter und so fort. Also die Community finde ich schon klasse. Und vielen Dank nochmal dafür, dass ihr mir geholfen habt. In jedweder Art und Weise. Gut, Kommentare gab es natürlich auch viele. Ja, gab so ein paar negative. Egal, die positiven überwiegen. Und die werden auch immer mehr. Ja, es gibt immer weniger negative Kommentare, was natürlich auch daran liegt, dass YouTube, der Algorithmus, die schon viele erstmal rausfiltert und mir viele gar nicht angezeigt werden. Ich weiß es bloß, weil ich auch manchmal E-Mails bekomme, wo ich dann gefragt werde, warum der Kommentar nicht freigeschaltet ist, und den gibt es eigentlich gar nicht, weil der Filter den schon rausfiltert. So, vielleicht mal generell was zu dem Thema Videos allgemein. Ihr müsst euch vorstellen, pro Video, das dauert bei mir ungefähr so 10 bis 12 Stunden roundabout, 10 bis 12 Stunden für ein komplettes Video. Da ist die Recherche drin, da muss eine Location ausgewählt werden. Ich muss die Aufnahme machen, was auch nicht immer so einfach ist. Manchmal klappt das gar nicht, muss ich es nochmal machen. Dann hast du dort zu viel Spaziergänger, was weiß ich, Wetter spielt nicht mit, irgendwas. Ich muss externe Grafiken holen. Fotos, muss mich drum kümmern, dass alles passt, muss das Ding schneiden und so weiter und so fort. Dann muss es natürlich auch noch hochgeladen werden, Beschriftung muss passen. Ja, also ungefähr 10 bis 12 Stunden. Und das ist natürlich auch immer so eine Sache, das muss natürlich auch immer so ein bisschen vom Wetter und Zeit abhängen. Ja? Ich wollte im Vorfeld eigentlich schon eine ganze Zeit noch ein paar Videos drehen, jetzt hier vor Weihnachten, aber keine Chance, Wetter hat nicht mitgespielt, entweder war Sturm, oder es hat geschneit ohne Ende, dann war es saukalt, dann war es wieder, gibt es 1000 Gründe, warum das nicht passt, und das muss natürlich immer dann passen, wenn ich Zeit habe, und leider kann ich das Wetter nicht so machen zu dem Zeitpunkt, wo ich Zeit habe, sondern muss mich danach richten, wie das Wetter halt nun mal ist. Aber seht es mal so, für euch ist das alles kostenlos, ihr kriegt gratis Content. Und ja, aber das Problem halt mit dem Wetter und dem Zeug hat eigentlich jeder YouTuber da draußen ist. Ja, ich kann ja vielleicht Nässe und Sturm vertragen, aber die Kameratechnik vielleicht nicht. Ja, das ist meistens so das Problem. Na gut, umso mehr freue ich mich natürlich über konstruktive Kritik. Und natürlich freue ich mich auch über die erste Partnerschaft dieses Jahr. Warum ist das wichtig? Naja, ich hatte euch ja gerade erzählt,
für euch ist das halt alles kostenlos. Für mich entstehen schon Kosten. Ja, alleine was die Kameratechnik angeht, das war schon ein größerer vierstelliger Betrag. Und da freue ich mich natürlich, wenn dann ein Partner um die Ecke kommt und sagt, pass auf. In dem Moment war das halt TIT Radio, die gesagt haben, pass auf, kannst du das mal testen, hin und her. Ja, kann ich machen. Ja, und wir unterstützen dich dann dabei. So. Allerdings werde ich da nie irgendwelchen Müll erzählen. Also wenn das Ding Mist ist, dann ist es Mist. Und wenn ich Sachen gut finde, dann finde ich die halt gut. Ja. Und ich achte bei sowas eigentlich immer drauf, oder ich habe mir vorgenommen, das habe ich auch bei TIT Radio so gemacht, dass es immer so ist, dass es für euch nichts, es kostet euch nicht mehr. Ja. Ob ihr nun über meinen Link auf die Seite geht oder ob ihr die normal aufruft, das ist derselbe Preis. Aber wenn ihr natürlich über meinen Link dort reingeht, dann unterstützt ihr natürlich den Kanal. Und das freut mich natürlich sehr. Das haben auch einige gemacht. Ich sehe das ja. Also nochmal vielen Dank dafür. Wichtiger Punkt für mich dieses Jahr war auch noch der Prepperfunk-Shop. Und ja, da ist ziemlich durch die Decke gegangen nach dem Video vom Heinrich. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Was zur Folge hatte, dass ich so viele Bestellungen hatte, dass ich zeitweise überhaupt gar kein Material mehr hatte und faktisch just in time die Bausätze fertig gemacht habe. Also es war irre, war für mich neu, habe ich aber wieder was gelernt. Vielleicht kommt ja demnächst noch ein Bausatz, mal schauen. So, und jetzt ist auch der Zeitpunkt im Jahr gekommen, wo man auch mal Danke sagen muss. Danke an meine Frau, die mich da gewähren lässt, dass ich das hier alles machen kann. Danke an meine Freunde, die mich unterstützt haben. Danke an den Heinrich von Funkfieber. Danke an den Heinz für eure Unterstützung. Und natürlich jetzt auch mal ganz groß. Ich habe jetzt 1257 Follower. Das heißt, es gehen 1257 mal ein Dankeschön für euch hinaus, dass ihr mich unterstützt, dass ihr die Videos guckt, dass ihr nachfragt, dass wir in Konversation stehen, ist eine tolle Sache. Ich hoffe, das bleibt alles so. Und dann gehen natürlich Grüße raus an den Aufhuchris, an den Michael von DL2YMR, an den Arthur von Funkwelle, an den Josh von Ham Radio Crash Course und natürlich Heinz und Heinrich. Muss ich immer wieder sagen, die zwei sind echt spitze. So, und weil ich wieder hier bin, im Erzgebirge, und ich also im Kommentar gelesen habe, ja, was hast du denn eigentlich für einen Dialekt? Ja, herzlich willkommen im Erzgebirge. So, und damit ihr auch mal seht, hinter mir seht ihr da hinten den Erzgebirgskamm. Ihr habt einen super Blick übers Erzgebirge. Verabschiede ich mich heute nicht mit den Worten, die ich sonst immer benutze. Sonst sage ich immer, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch auf alle Fälle erstmal einen schönen Jahreswechsel, rutscht gut rein und wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2024 und verabschiede mich heute mal mit den Worten, wie das hier so üblich ist, mit Klick auf.